Ich möchte euch jetzt mal zwei verschiedene Methoden zeigen, wie du schriftlich dividieren kannst. Wir fangen jetzt so an mit der Methode, wie du das schon kennst. Und wir nehmen die Aufgabe 1388 geteilt durch 16. Wie können wir das nun rechnen? Wir fangen mal mit dieser 1 hier an. Da geht die 16 natürlich nicht rein. In die 13 geht es auch nicht rein, aber in die 138 geht es ganz sicher rein. Wie oft wird es ungefähr da reinpassen? Na gut, schätzen wir mal, sagen wir mal 9 Mal. Ich nehme mal hier drüben ein bisschen. Wie viel ist 16 mal 9? 6 mal 9 gibt 54. Die 4 kommt nach unten. Die 5 übertragen wir hier oben. 1 mal 9 ist 9 und 5 sind 14. Also 16 mal 9 ist 144. Das habe ich mich doch verschätzt. 144 ist mehr als 138. Also kann es da höchstens 8 mal reingehen. Wie viel ist 16 mal 8? 6 mal 8 ist 48. 8 und 4. Einmal 8 ist 8 und 4 ist 12. Also ist 12, 8 mal 16 ist 128. Und wenn ich das hier nun subtrahiere, 8 minus 8 ergibt 0, 3 minus 2 ergibt 1 und 1 minus 1 ergibt gar nichts. Also bleibt hier 10 übrig. Vorsicht, jetzt kommt diese 8 hier noch hier runter, die ist ja noch übrig. Jetzt habe ich 108. Wie oft geht 16 in 108 rein? Sagen wir mal, vielleicht 7 Mal. Rechnen das mal wieder hier drüben. 16 mal 7. 6 mal 7 ist 42. Die 4 übertrage ich nach hier. 1 mal 7 ist 7 und 4 gibt 11. Also 16 mal 7 ist 112. Jetzt habe ich mich doch wieder verschätzt. Also 112 ist größer als 108. Also muss ich annehmen, dass es maximal 6 mal reingeht. Was ist 6 mal 16? 6 mal 6 gibt 36. Und jetzt muss ich mir hier eben diese 3 merken. 1 mal 6 gibt 6 und 3 gibt 9. Und wenn ich jetzt eben diese 96 von den 108 abziehe, 8 minus 6 ergibt 2, 10 minus 9 ergibt 1, 12 bleibt hier unten übrig und 12 geht eben nicht in die 16 hinein, deswegen ist unsere Lösung 86. Und diese 12 hier unten, gut, das ist einfach der Rest, der übrig bleibt. Gut, das war die erste Methode. Und jetzt möchte ich euch mal eine zweite Methode zeigen. Und die geht nun so, dass ich eigentlich hier erstmal ungefähr schätze, wie oft das reingeht. Na, was denkst du, wie oft könnte das da reingehen? Wir fangen mal mit folgenden Aufgaben an und sagen mal, was ist 16 mal 2? Nun, das ist jetzt wirklich einfach. Da kommt 32 raus. Und jetzt überlegen wir uns für unsere Schätzungen noch, was 16 mal 5 sein könnte. Also 16 mal 5 ergibt 80. Wie oft passt jetzt 16 in die 1388? Na gut, wir könnten jetzt hergehen und sagen, eine erste Schätzung ist vielleicht 50 Mal. Wir wissen ja, dass 16 mal 5 80 ergibt. Also wenn ich hier einfach eine 0 dranhänge, gibt 50 mal 16, ergibt 800. Also meine erste Annäherung ist, dass ich sage 50 mal. Und jetzt schreibe ich meine 800 mal hier drunter. Und dann ziehe ich das einfach ab. 8 minus 0 ergibt 8.
8 minus 0 ergibt hier nochmal 8 und 13 minus 8 ergibt 5. Ich habe jetzt also 588 bleiben übrig. Wie oft könnte das jetzt hier reingehen? Schwierig zu sagen. Sagen wir mal, ich sage jetzt einfach mal 20 Mal. Wir wissen ja, dass 16 mal 2 gibt 32. Also wäre 20 Mal, ich hänge hier einfach wieder eine 0 dran, wäre 320. Schreibe ich mal hier meine 20 hin. Und hier schreibe ich meine 320 hin. Und die subtrahiere ich hier einfach wieder. 8 minus 0 ergibt 8. Und 8 minus 2 ergibt 6. Und 5 minus 3 ergibt 2. 268 bleibt übrig. Jetzt mache ich hier einfach immer so weiter. 268, wie oft könnte das da reinpassen? Gut, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen 10 mal. 10 mal 16 ergibt 100, 160. Das ist doch vielleicht schon gar keine schlechte Annäherung. Machen wir also hier 10 mal. 10 mal 16 ergibt 160. Und das subtrahieren wir hier wieder. 8 minus 0 ergibt 8. Und 6 minus 6 ergibt 0. Und 2 minus 1 ergibt 1. Und schon sind nur noch 108 übrig. Die 108, wie oft könnte das reinpassen? Jetzt gucke ich wieder hier hin. 5 mal 16 ergibt 80. Also ich schätze jetzt hier nochmal auf 5. Dann trage ich hier meine 80 auf. Subtrahiere die wieder. 8 minus 0 ergibt 8. 10 minus 8 ergibt 2. Sind schon nur noch 28 übrig. Und in die 28 geht die 16 eben genau nur noch einmal rein. Und wenn ich jetzt hier 16 subtrahiere, 8 minus 6 ergibt 2, 2 minus 1 ergibt 1. Und jetzt ist es eben wieder so, dass hier nur 12 übrig bleibt, so wie hier drüben eben auch. Und hier habe ich wieder meinen Rest übrig. Und das ist jetzt nun die Lösung der Aufgabe. Wenn ich das hier nun aufsummiere, ich habe hier 50 mal und 20 gibt 70 und 10 gibt 80, 85 und 86. Die Lösung ist 86. Und das Schöne an dieser Methode hier ist, dass du sozusagen immer wieder ein Stückchen abschneidest von der großen Zahl, die immer kleiner wird. Und du schätzt ungefähr eben, wie oft es reinpasst. Und es ist hier eigentlich egal, ob du hier zum Beispiel 60 machst und dann hier vielleicht nur 10. Und die Zahlen werden hier auch immer kleiner. Und am Ende summierst du das eben alles auf und bekommst, egal welche Zahlen du hier wählst, am Ende immer das gleiche Ergebnis. War doch ganz hübsch, oder?